Hallihallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Need for Speed Hot Pursuit. So, Rockingham Point, das war das Zeitfahren in dem Maserati Grand Cabrio, worauf ich nicht wirklich Lust habe. Fox Lair Pass, da haben wir. Geht nicht. Ja, hat's was Neues? Da unten hat's noch was Neues. Hier, East Gorge George Canyon Hot Pursuit. Ja, machen wir doch mal das hier. Turbo. Die Cops sind uns in jeder Beziehung ebenbürtig, aber in einem Punkt sind sie uns unterlegen. Speed. Deine Wagen sind mit dem Turbosystem ausgerüstet. Aktiviere den Turbo und innerhalb weniger Sekunden wird er deinem Wagen einen raketenähnlichen Beschleunigungs- und Tempokick verschaffen. Das System ist nicht sehr ausdauernd. Du hast im Rennen nur wenige Versuche, es zu aktivieren. Viel Glück. Naja, normales NOS, würde ich behaupten, ne? Was haben wir? Neu in diesem Event nicht verfügbar. Gut, dann nehmen wir doch den Gallardo LP 560. Warum denn nicht? Der ursprüngliche Gallardo ist mit 7100 verkauften Exemplaren der bisher erfolgreichste Lamborghini. Der neue Gallardo LP 560-4 besitzt einen stärkeren Motor und ist etwa 20 Kilogramm leichter, wodurch er bei unveränderten Emissionen leistungsstärker ist. Die Traktion wurde durch Änderungen am Antriebsstrang, Fahrwerk und der Aerodynamik im Vergleich zum Vorgänger ebenfalls verbessert. Der glatte Unterboden und der Heckdiffusor saugen den Wagen bei höherem Tempo an die Straße. Der neue Lamborghini Gallardo LP 560-4 besitzt ein fantastisches Kurvenfahrverhalten. Die optimierte Gewichtsverteilung von 57% auf der Hinterachse wurde durch den längs eingebauten Mittelmotor erreicht. Daher auch das Namenskürzel LP für Longitudinale Posteriore. Aha, gut. Wenn das so sein mag. Wetter sonnig, Tageszeit 12 Uhr. Sehr schön. Endlich mal hier. Nicht wieder Regen und sowas. So, verfügbar. Turbo 3, Störsender 2. Störsender reinhauen und dann Turbo, Palm und weg die Post. Weg die Post. Naja, Post auf die Bank bringen. Auf die Postbank. Ja. So, und los geht's. Schön. Eine Gruppe Raser. Lagebänder zum Einsatz freigegeben. Jetzt aber. Die legen aber gleich los hier. Ah, Hilfe. Oh. Okay, da haben sie schon Platz gemacht. Nicht schlecht. So, Turbo ist offensichtlich noch nicht bereit. Aber Störsender. So, brauche ich für den Turbo volles Nass oder wie läuft das? Störsender bereit. Ah. Oh nein. Okay. Nagelband einsatzbereit. Ihr kriegt mich nicht mit einem blöden Nagelband. So, ja. Tschüss. Ah. So, Turbo ist bereit. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Und zack! Ach du Scheiße! Okay, natürlich gleich in einen reingerast. Das war dämlich. Okay, Turbo haben wir noch zwei Stück. Oh. Entschuldigung. Ich bin noch etwas schnell unterwegs.
Alter, das sind ja gleich zwei oder mehrere Nagelbänder. Oha. Jetzt kriegen wir etwas schnellere Gesellschaft. So, und Turbo. Bam! 347. Ach du Schande. So, und ich hau den Störsender raus. Und vorbei ist es mit dem EMP. So, und ich hau jetzt nochmal Turbo raus. Alter Schwede. Yo! Das rockt. Okay, ich glaube, ich fahre gerade allen davon. Wunderbar. Verfolgung ist unterwegs zum Hope Canyon Freeway. Wow. Ja klar, wie können die jetzt schon wieder so nah an mir dran sein? EMP aktiviert. Ziel wird erfasst. Das ist ein bisschen seltsam. Okay, nicht ich wurde lahmgelegt. Sehr schön. Ich muss vorne bleiben. Ah. Ja, Windschatten, ransaugen. Oha. Verstanden, bringt ihn rein. Weg da, weg da. Oh nein, was machen die denn? So, ja, schon. Hä? Das war schon das Ziel. Oh. Na, das war jetzt aber nicht schön. Soll ich es nochmal machen? Extremer Raserei. Delinquent. Oder Delinquent. Ford GT. Der Exoten-Serie. Da bleibt mir gleich die Stimme weg. Vorreiter für ein gesamtes Unternehmen. Okay, da ist jetzt auch wieder was Neues. Memorial Valley. Rennen. Oh, mach ich doch mal das. Das andere mache ich vielleicht später noch einmal. Okay, da gibt's sonst nix. Dazu habe ich zu wenig Kopfgeld. Na gut. Und dann eben den. Den kennen wir ja schon. In Grau. So, oha, bei Nacht. 23 Uhr. Wetter, oh, Gewitter. Das gefällt mir gar nicht. Mir gefällt auch nicht, dass ich einen Frosch im Hals habe. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ja. Schon besser. Glaube ich zumindest. So, Vollgas. Gib ihm. Okay, erstmal den Windschatten ranpirschen. Bisschen auf Tuchfühlung gehen, geht auch. Oh. Oh, komm, mach Platz. Das war nicht so gut. So, jetzt wieder ran.
und nach vorne preschen. Ach, da ist noch einer vor mir. Den habe ich gar nicht gesehen. Kann ich eigentlich das Licht ausmachen? Ja, tatsächlich. So, ich fahre jetzt ohne Licht. Ist weniger auffällig für die Cops. Ja, jetzt hat er es wieder angemacht. Der schwarze Ritter naht. Der schwarze Porsche ohne Beleuchtung. So, wo geht's lang? Nach links. Oha, das kam hart. Ey, da wird nicht Abkürzung gefahren. So ein Eumel, will der mich da in die Abkürzung reindrücken? Ich möchte bitte selber entscheiden, wann ich eine Abkürzung fahre, ja? Jetzt macht das Licht im Tunnel an und danach wieder aus. Nicht schlecht. Falsch programmierte Lichtautomatik. So, jetzt will ich eine Abkürzung fahren. So, ich liege auf dem zweiten Platz. Ich will aber auf den ersten. Oh, der ist Abkürzung gefahren, der Sack. Hat ihm aber nicht viel gebracht. Oh, zack! Jetzt ist Licht auf einmal wieder an. Ah ja. Ein Gold erhalten. Wunderbar. Oha, und dieses krasse Gewitter. Mit dem üblen Gedonner. So, was gibt's Neues hier? Eagle Crest. Zeitfahren. Hm. Mercedes-Benz SLS AMG. Oh ja. Oh ja. Oh gerne. Es ist schwer zu sagen, was das Herz schneller schlagen lässt. Die Performance oder das Aussehen. Der neue Mercedes-Benz SLS AMG zeichnet sich durch unverkennbares Design, überlegene Dynamik sowie Sicherheit und Alltagstauglichkeit aus, die das Markenzeichen von Mercedes-Benz sind. Die verwendete Trockensumpfschmierung gestattet eine deutlich tiefere Einbaulage des Motors und damit einen tieferen Schwerpunkt, der größere Querbeschleunigungen und eine fantastische Fahrdynamik ermöglicht. Die Antriebsleistung des 6,2 Liter V8-Motors von AMG wird über eine besonders leichte Carbon-Antriebswelle an die Hinterräder übertragen, ähnlich wie in einem C-Klasse-Rennwagen der DTM. Mit seinen einzigartigen Flügeltüren ist der SLS AMG ein Klassiker von morgen, der sich an den legendären Mercedes-Benz-Modellen orientiert. Ein langer Radstand und eine lange Motorhaube ergeben zusammen mit der breiten Spur und den großen Rädern eindeutig die Proportionen eines Sportwagens. Na, wunderbar. Auch die Farbauswahl. Sehr schön. Iridiumsilber, Alubimsilber, Imola Grau, AMG Desert Gold. Den kann man eigentlich fast in Gold fahren, aber in Schwarz ist der, glaube ich. Obsidian Schwarz, ja. Rennmaschine. So einen bin ich zwar noch nicht gefahren, aber dafür ein AMG GT. Und oh ja, ich kann euch sagen, das Ding geht ab wie die Drecksau. Wunderschön. Also in echt natürlich, nicht im Spiel. Im Spiel bin ich es auch schon oft gefahren, aber in echt ist das nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, den Sound haben sie auch ganz gut getroffen. Oh Mist, da wäre eine gute Abkürzung gewesen. Oh ja, der fährt sich so wunderbar. Genauso wie man es von einem Mercedes AMG gewohnt ist. Wenn man nicht zu spät in der Kurve bremst. Oder den Drift einleitet. Ah, Mist, wieder eine Abkürzung verpasst. So, jetzt aber. Ja, sehr schön. Okay, die nehme ich jetzt nicht mit. Die scheint mir umständlicher zu sein. Okay, wo lang? Nach rechts. Auf den Freeway! Sehr schön. Ah. Oha, das war knapp. Oha. Oha. Nein, 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 nein. Okay, ich glaube, Gold wird schwierig. Beziehungsweise unmöglich. So, wir haben Höchstgeschwindigkeit erreicht. Sogar schon drüber hinaus. Aber geht gut, mal mit 300 über die Autobahn zu pacen. Yeah. Da ist das Ziel. Oh, ist ja krass. Wir schaffen sogar noch Gold. Ha! Komisch, das erste Auto, mit dem ich Gold schaffe. Woran das wohl liegen mag. Das ist halt ein Mercedes. Ford Shelby. Eleanor. Naja, nee, nicht direkt Eleanor. So, wo haben wir was Neues? Da unten. Grand Ocean Coast. Ein Rennen. So, was steht alles zur Auswahl? Oh, der nicht. Ach so, den bin ich ja jetzt nur Probe gefahren, stimmt. Da brauche ich noch mehr Kopfgeld. So, wie viel haben wir denn? 530 PS, 446, 525, 510, 600. Ach, was soll's. 600 hört sich gut an. Nehmen wir die Final Edition. Der Schlange. Coast to Coast. Rennen. Super. 4 Uhr morgens. Ja. So, los geht's. Alter, wenn um 4 Uhr morgens hier an meinem Haus solche Freaks vorbeirasen würden mit solchen Kisten, ich würde durchdrehen.
Boing. So, mal ein bisschen aufholen hier. Ein bisschen in den Zaun reinfahren ist auch wichtig. Darf man nie vergessen. Kann ganz schnell zu Problemen führen. Wie überhöhte Geschwindigkeit. Wenn man nicht immer mal wieder in den Zaun reinfährt. Oder in den Gegenverkehr. Mit einer Viper, die sich schwammiger kaum fahren könnte. Weg da. Platz machen. So, wunderbar. Im Windschatten ansaugen. Und dran vorbei. Mit Fallstoff. Was hatte ich gerade für eine Errungenschaft? 200 Kilometer im Gegenverkehr? Naja, das kommt schon mal vor bei freier Fahrbahnwahl. So, Platz Nummer 1. Jetzt beschwellig. Oh, da hat jemand den Gegenverkehr geknutscht. So wie ich jetzt. Aber den habe ich natürlich selbstverständlich jetzt gerade nur den in den Weg gelegt. Ist klar. So, Windschatten. Und dran vorbei. So geht das, Jungs. Upsa. Oh, oh. Oh, ein Mist, die hätte ich jetzt nehmen sollen. Da kommt er schon vorbeigedriftet. Dieser Freak. Oh, immer das gleiche Geräusch. Immer das gleiche Reifengeräusch. Und Vollstopp. Oha. Okay. Ach du Schande, da haben wir jetzt mal eine Karambolage gemacht. Naja, wenigstens bin ich noch auf dem ersten. Und ich will gern, dass das so bleibt. Also haltet euch zurück, Jungs, ja? Die hören sowieso nicht auf mich. Oha, ach, das ist hier diese Spirale wieder. Ah, Mist. Hier habe ich das mal überhaupt nicht gut erwischt. So, dran vorbei. Und weiter. Ah, okay, da kommt die nächste Spirale. Mal sehen, ob das jetzt besser klappt. Oh je. Einmal raus aus dem Drift funktioniert das überhaupt nicht mehr. Jawohl. Ein Kilometer bis zum Ziel haben wir noch. Ich befinde mich noch auf dem ersten Platz. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Vollgas! Ja! Und reingedriftet. Wunderschön.
Gold. Du, das Erste. Ui, und du bist schon sehr müde. Sagt es auch. Es kennt mich. Das Spiel weiß, dass ich müde bin. Und deswegen mache ich jetzt hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Und wie es hier bei Need for Speed weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play. Bis dahin, bleibt mir gewogen, schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao.